Tag der offenen Tür in der Gesamtschule Schermbeck. Trotz gestiegener Inzidenzen konnte die Veranstaltung an diesem Samstag stattfinden. Warum man sich trotz verschärfter Hygienemaßnahmen für einen Tag der offenen Tür entschieden hat, hat Schulleiter Norbert Hohmann erklärt. Also wir haben uns dafür entschieden, weil das natürlich für die Eltern der 4. Schuljahre und auch der 10. Schuljahre wichtig ist, sich für die richtige Schule für ihr Kind zu entscheiden. Wir haben versucht, eine Möglichkeit zu finden, die Eltern eben wirklich beraten zu können. Und ich glaube, wir haben eine verantwortungsvolle Lösung geschaffen. Zum einen, die Orte, aus denen unsere Schülerinnen und Schüler kommen, zeigen anders als vielleicht die Kreis-, Landes- und schon gar die Bundesebene noch immer, Gott sei Dank, niedrige Inzidenzwerte. Das sind eben Schermbeck, Dorsten und Rasfeld, sodass wir aus der Situation schon überlegt haben, wir können es vielleicht riskieren und wir haben natürlich ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept. Wir haben einmal eine Zugangsbegrenzung, die auch zeitlich gesteuert ist, sodass zeitgleich auf dem Schulgelände immer nur eine kleine Anzahl von Personen ist. Zum Zweiten gilt 2G und die Maskenpflicht auf dem ganzen Schulgelände, bei mir jetzt gerade Ausnahme beim Interview nicht, sodass wir davon ausgehen, diese Verantwortung wirklich tragen zu können. Sämtliche Schüler und Lehrer haben wieder einiges vorbereitet, um den zukünftigen Schülern und deren Eltern zu zeigen, wie der Schulalltag in der Gesamtschule Schermbeck aussieht. Wir haben uns einige Projekte mal näher angeschaut. Ja, das hier ist der Parcours der Sinne. Hier kann man hören, sehen, fühlen und hier testet man die 7 Sinne. Also wir forschen an der möglichst nachhaltigen Mülltüte. Wir bieten hier einen Kurs an, das einfach aus einer normalen Zeitung zu machen. Aber an sich muss es auch wasserfest sein. Deswegen haben wir überlegt, das mit Wachs zu beschichten und überlegen gerade, wie wir das am besten hinkriegen, dass wir das Wachs auch recyceln können. Also wir haben mehrere Versuche, zum Beispiel eine Chromatographie oder Fingerabdrücke oder so Cola Light und Cola halt schmelzen und dann zu schauen, was ist. Und wir haben hier Stabheuschrecken, die zeigen wir auch den Schülern. Neu ab nächstes Jahr ist auch eine Segelflug AG. Wir bieten jetzt auf den Halbjahreswechsel so eine Art AG an. Das heißt, für interessierte Schüler ab der 8., 9. Klasse ungefähr, da gibt es dann eine Infoveranstaltung für die. Und dann im Frühling können die dann einmal zu uns zum Flugplatz kommen, stellen wir denen alles vor, können auch da eine Runde fliegen. Und wer dann noch Interesse hat, der kann sich dann auch zu günstigeren Konditionen bei uns am Verein anmelden und dann ganz regulär mit uns fliegen. Eines unserer Flugzeuge mitgebracht. Wir haben 4 Flugzeuge im Verein. Ist jetzt ein Einsitzer, wie man sieht, passt eine Person rein. Wir haben auch noch zweisitzige Flugzeuge bei uns im Verein, wo dann die Schulung sozusagen mit beginnt, wo man das Fliegen lernt. Und hier kann man sich einfach ganz generell mal angucken, wie so ein Segelflugzeug überhaupt aussieht, wie das funktioniert, wie die Technik dahinter aussieht. Und dann wird man auch relativ schnell feststellen, dass das doch gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht denkt. Auch das Thema Digitalisierung wird in der Gesamtschule Schermbeck großgeschrieben, wie Norbert Bohmann erläutert. Die Digitalisierung stellt natürlich hohe Anforderungen an die Schulen. Im letzten Lockdown war das schmerzlich spürbar. Unser Schulträger hat wegweisende Beschlüsse gefasst. Im Moment wird das WLAN ausgebaut. Das ist im Februar fertig, sodass in allen Schulgebäuden und auf dem Schulgelände eben das WLAN von Schülerinnen und Schülern zu nutzen ist. Und gleichzeitig die große Frage, welche digitalen Endgeräte werden benutzt. Da ist Schermbeck Vorreiter, denn der Rat der Gemeinde Schermbeck hat im letzten Dezember beschlossen, alle Schülerinnen und Schüler, wirklich alle, bekommen ein Gerät vom Schulträger. Kein Elternteil muss die digitalen Endgeräte selber kaufen. Und gleichzeitig hat der Schulträger einen Administrator eingestellt, der dafür sorgt, dass diese Geräte auch wirklich just in time, sollte mal irgendwas passieren, im Schulalltag zur Verfügung stehen.